Moin moin meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Voller Tatendrang und gut motiviert gehe ich jetzt in diese Folge hier. Sorry, ich habe hier mal ein paar Modifikationen entfernt. Nicht wundern, warum das da so runterrattert. Ich bin eigentlich guter Dinge, auch wenn ich ja sehr frustriert war in der letzten Folge. So ist das bei mir, wenn Hard oder Software nicht funktioniert, dann werde ich immer richtig sauer und könnte einfach Sachen klein kloppen. Aber wir haben ja hier den sympathischen Gildon und mit dem zusammen suchen wir jetzt das Ringdings hier in dem Staudamm. Und da habe ich Lust drauf und ich freue mich und ja, deswegen bin ich jetzt gut motiviert. Da vorne, Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Ja. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Ja, könnte ich. Ich muss allerdings gucken, wie ich da rüberkomme. Ach so, warte mal, nee, was will er von mir? Finde einen Weg auf die andere Seite. So, jetzt soll ich doch oben lang, oder was? Na gut, machen wir. Ich wäre jetzt da anders das lang gegangen. Das andere Ventil ist jenseits der, reißenden Strömung. Okay, ich schau mal, ich finde schon was. Das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des Handels. Eine steinerne Ruten, Baum hoch und bergreich. Der Koloss hatte 13 Ebenen, keine Wände, nur rote Säulen. Gewicht der Ebene ist hoch und voll gestellt. Er erzählt einfach weiter, weiß ich, kletter hier in Ruhe rum und er erzählt einfach, soll er machen, alles gut. Er erzählt von seinen vergangenen Abenteuern, alles schön, alles gut. So, wir gehen hier runter. So, ich schaue mich auch ein bisschen um natürlich immer. Kann ja sein, dass wir hier irgendwelche Geheimnisse finden oder sowas. So, bitteschön. Ich wusste es. Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Mach ich. Geht klar. Öffne das Schleusentor. Ja, aber öffnen ist ja so eine Sache, ne? Noch ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht. Wenn ich das Tor Okay. Musst du das Ventil wieder drehen. Somit das Teil einlassen. Das heißt, das Schleusentor öffnen ist in dem Fall das Schleusentor schließen. Habe ich recht? Sehr gut. Okay, damit haben wir es wieder verriegelt. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Damit ist auf jeden Fall das Wasser schon deutlich gesunken. Und jetzt können wir hier auch weitermachen. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Eine Leiter ist was ganz Besonderes. Ja, das ist schön. Gildon ist auf jeden Fall ein sympathischer Kerl. Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Wie kommen wir da bloß hinauf? Finde einen Weg zum Schleusentor. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. Ja, die wackelige, rostige Plattform ist auf jeden Fall super. Aber was ist der Plan? Sollen wir da rüber? Scheint fast so. Nett! Was sage ich da? Das war umwerfend. Nicht ins Wasser springen. Ich habe todesverachtenden Wagemut gesehen. Sie ist schon wieder ins Wasser gesprungen, obwohl ich das gar nicht wollte. Sorry. Eigentlich sind wir hier schon richtig, wenn wir da rüber gehen, glaube ich. Nur wir müssen dann auch hier irgendwie weiter. Am besten hier lang. Und am besten natürlich ohne ins Wasser zu fallen. Oh, hier finden wir einen Hinweis. Fertig? 1, 2, 3, 4! Feige Verräter! Das seid ihr! Was? Wie ihr Text mal! Habt den Text vergessen? Mensch, schau's! Es fing so stark an. Da ist alles implodiert. Naja, ist halt meine Art. Also... Nein. Nichts Dramatisches. Wir gehen's anders an. Bandname. Wir brauchen einen. Die Damm-Familie, so haben sie wahrscheinlich ihre Band dann genannt. Und das ist auch wieder so ein Audiolog mit Textnachricht, insofern lesen wir wieder. Lieber niemand, als ich den Job annahm, mussten wir so ein Trainingshologramm schauen. Ich erinnere mich an vielleicht 2% davon. Irgendwann begrüßte mich das Hologramm in der Damm-Familie. Ich dachte mir, erstens, dass es eine verpasste Gelegenheit war, weil sie das Ganze nicht Damm-Milie genannt haben. Und zweitens, dass ich es ziemlich lächerlich fand,
irgendeinen meiner Arbeitskollegen als Familie zu betrachten. Aber eines Tages sah ich mich um und nach der Automatisierung von 6 Leuten waren nur noch Laura und ich übrig und ich unterschrieb Papiere zur Auflösung meiner eingebildeten Scheinfamilie. Und plötzlich erzählte mir meine letzte Kollegin mit ihren verblassten Tattoos und ständig gewölbten Augenbrauen Witze, zeigte mir Bands, von denen ich noch nie gehört hatte und munterte mich auf, wenn ich weinte. Es waren schöne Zeiten, als es nur uns zwei gab. Wir hatten diese Thementage. Einmal waren die Schleusentore offen und wir legten Strandtücher auf die Stege im Zuflussturm, wo wir diesen aufblasbaren Strandball herumschlugen, den ich aus irgendeinem Grund in meiner Wohnung hatte. Laura hatte mit dem Notfall-Lautsprechersystem herumgespielt und klassische Surf-Rock-Songs eingespeist. Wir haben uns sogar Sonnencreme auf die Nase geschmiert. Laura nannte es eine Concrete Beach Party. Als Laura vom Bandnamen sprach, wusste ich ziemlich schnell, dass das unser Name werden würde. Concrete Beach Party. Es gab eigentlich nie eine andere Option. Achso, also doch nicht Dampffamilie, sondern Concrete Beach Party. Also wir erfahren ein bisschen was über die Leute, die hier gearbeitet haben an dem Damm. So, alles schön gut, aber wir müssen ja auch irgendwie hier weiterkommen. Ich hatte die Leiter doch im Kopf, dass ich die gesehen hätte. Genau hier. Ich laufe dran vorbei. Sorry dafür. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich schon an den Kopf gefasst. Walle, da ist eine Leiter. Oh, du bist nah dran. Spring einfach herüber. Ja, einfach herüberspringen, sagst du so leicht. Oh, es ist sogar tatsächlich gut gegangen. Du bist direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Bitteschön, Leiter. Wie bestellt. So, hier ist das wir eine Ding. Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen ja, Seite? Ja, mach ich. Ich gehe hier lang. Wenn der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Ja, ich habe einen Tunnel gefunden. Ich würde sagen, wir machen es genauso wie bei dem anderen Ding. Wir klettern hier wieder auf die andere Seite. Oder schleichen. Geduckt. Alles ein bisschen rostig hier. Ich hoffe, die hat die Tetanus-Impfung bekommen. Ist doch alles ein bisschen... bisschen rostig hier. Sieht gut aus. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite angekommen sein. Habe ich es richtig gemacht? Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht! Wie, es funktioniert nicht? Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und, Kaputtes? Finde das Gegengewicht. Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Ja. Was anderes fällt mir nicht ein. Gute Idee, hier lang zu klettern. Sieht alles sehr stabil aus, auf jeden Fall. Mensch, Mädchen, ey. Mach doch nicht solche verrückten Sachen hier. Und das alles nur wegen dem Staudamm. Das ist ja eigentlich nur eine Nebenmission. Das siehst du hier die ganze Zeit. Alles Nebenmissionen in Richtung Lautloch. Und dann finden wir hier diesen Gildon und sollen ihm helfen. Aber ich meine, gut, müssen wir auch, weil der hat ja den... Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Okay. Der hat ja den Staudamm quasi geflutet und dementsprechend das Lautloch geflutet worden. Das heißt, wir müssen uns schon darum kümmern. Und dafür brauchen wir auch seine Hilfe. Okay, dann würde ich sagen, runter geht's. So, damit haben wir das Gegengewicht geschwert. Jetzt kriegt das hin. Tief genug zum Springen. Du schaffst das! Mach noch so einen Wahnsinnssprung! Nein! Und sie springt ins Wasser. Du sollst nicht ins Wasser springen, Mädchen. Das war jetzt nicht das, was sie wollte. Eigentlich wollte ich natürlich da unten dran springen. Da sind so Kletterdinger. Seht ihr die? Da wollte ich eigentlich dran springen. Stattdessen ist sie leider runtergesprungen. Okay, aber jetzt sollten wir doch eigentlich das zweite Schleusentor auch versiegelt haben. Das war ein Anblick, wie du von Rostrohr zu Rostrohr gesprungen bist. Es ist noch Wasser da, aber seicht genug, oder? Also dann, wo ist der Ring? Gute Frage. Tja, jetzt kann ich wenigstens schwimmen. Schnappmaul! Ein Schnappmaul! Ein sehr, sehr großes Schnappmaul! Ich sehe es, Gildon! Sehr groß, sehr, sehr groß! Sei einfach nicht im Weg! Ein dämonisches Schnappmaul. Was macht der denn jetzt hier? Ernsthaft? Der war doch alles unter Wasser. Hat der unter Wasser jetzt gelebt? Ich dachte, die müssen auch irgendwann Luft holen. Na toll. Okay, wir müssen es ja irgendwie loswerden. Wir kommen nicht drum rum. Insofern, dämonisches Schnappmaul hin oder her. Seine Schwäche ist Feuer. Und das bedeutet für mich, wir werden das Ding platt machen. Bringen wir es hin. Am besten von hier oben, wo er nicht hinkommt. Der schießt zwar vielleicht ab und zu hier hoch und so. Der ist ja auch dämonisch. Schnappmauler mag ich sowieso schon nicht, dämonisch dann erst recht nicht. Aber ich denke, wir werden ihn ausgeschaltet kriegen. Und wenn der weg ist, können wir da unten das Ringding suchen. Vielleicht hat der den sogar. Was ist, wenn das Schnappmauler den Ring
verschluckt man. Eben, vielleicht hat der den sogar geschluckt, das meine ich ja. Okay, der hält leider sehr viel aus. Aber ich glaube, wir sind trotzdem besser dran, wenn wir uns hier oben erstmal verbarrikadieren und von oben in Ruhe drauf schießen, als wenn ich mich da unten eins gegen eins mit dem Ding anlege. Er brennt nämlich, das ist sehr gut. Das sehen wir, wenn es tot ist. Okay, wir gehen mal runter und dann doch in den Kampf über, weil jetzt haben wir ihn ja fast. Okay, Kollege, du brennst. Feuer mag der wirklich nicht gern, habe ich das Gefühl, ha? Da verzieht er sich auch direkt schon in die Ecke. Oh, da hinten ist noch ein Datenpunkt, den werde ich mir auch gleich noch schnappen. Aber vorher muss das Schnappmaul noch sterben. Ich glaube, der brennt jetzt einfach zu Tode. Warum überhaupt noch die Anstrengung, Kollege? Warum überhaupt noch der ganze Stress? Du bist doch schon erledigt. Sag mir einfach, wenn es tot ist. Es ist tot. Fabelhaft, gut. Du hattest den Ring. Das vielleicht, den Ring wenn du sein... Das ist die Gildo-Intuition in Aktion! Sie lässt mich nie im Stich! Ja, manchmal ist der Weg recht umständlich, aber... Ach, egal! Zum Lagerraum! Zur Beute! Also, wir mussten den kompletten Staudamm reparieren. Mehr Schätze der alten Welt? Ein Ort voller Überraschungen? Wollen wir nachschauen? Wolltest du nicht eigentlich in den Lagerraum? Ich schon! Unbedingt, aber... ich kann reinschauen, wenn du es auch tust. Das Problem ist halt wirklich, dieser Staudamm ist alt und der ist komplett durchgerostet und der wird auch, wenn wir den jetzt gerade zugemacht haben und repariert haben, theoretisch, wird der nicht mehr lange halten. Früher oder später wird das Ding hier zusammenbrechen und dann ist sowieso alles überflutet. Also wir mussten den kompletten Staudamm reparieren, wir mussten die Schleusen schließen, das Wasser stilllegen, dann auch noch ein dämonisches Schnappmaul besiegen, was da unten noch gelauert hat. Der hatte das Ringdings verschluckt, das haben wir jetzt auch. Und hier ist noch ein Eintrag. Limitiertes Merchandise. Okay, Sir. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Wir nehmen auf, okay? Wir sind nicht mal im Bandmeeting. Das zählt aber als Probe, stimmt's? Fankram. Wir brauchen Fankram. Aufkleber. Man ist erst eine richtige Band, wenn Leute Regierungseigentum mit deinen Stickern für uns stellen. Kollege, ich wurde gebeten, euch zu erinnern, dass als irrelevant eingestufte Gespräche im Servitorentraining unerwünscht sind. Was meintest du über Verunstaltung von Regierungseigentum? Lieber niemand. Wir haben diesen Servitor eine Stunde lang mit unseren Stickern vollgeklebt. Naja, ich sage Sticker. Es waren Klebezettel von meinem Schreibtisch. Wir haben die Optik und das Design von anderen Bandlogos geklaut und um den Namen kleine Totenschädel und Blitze und gebrochene Herzen gemalt. Ist ja nicht so, als hätten wir wirklich etwas zu tun gehabt. Am Anfang wurde uns gesagt, wir wären Vor-Ort-Berater, die einfach ihrer Arbeit nachgehen sollen, damit die Servitoren uns nachahmen können. Aber die Widerlinge von der Regierung oder vom Unternehmen, kommt wohl auch selber raus, ignorieren uns entweder oder schreien uns an, dass wir im Weg sind. Der komische ovale Kopf des Robot-Dings dreht sich ständig in unsere Richtung und er fragt die ganze Zeit, Hallo, ist das relevant für mein Training? Während wir uns bemühten, seiner Sichtlinie auszuweichen, seine glänzende Hülle mit Klebezetteln verunstalteten und versuchten uns gegenseitig vom Kichern abzuhalten. Danach stellte sich Laura direkt vor ihn und sagte, Servitor, das ist jetzt sehr wichtig. Blevins wird folgendermaßen begrüßt, okay? Das ist ein Zeichen großen Respekts. Ob der Servitor Blevins wirklich den Mittelfinger zeigen wird? Vermutlich nicht, oder? Aber man wird ja noch träumen dürfen. Der kann mich mal. Also wir erfahren nebenbei wirklich noch eine ganze Menge über das Team, was hier gearbeitet hat und nach von Robotern ausgetauscht wurde. Die hatten nicht mehr wirklich irgendwas zu tun und haben dann eine Band gegründet hier. Ja, sehr cool. Okay. Und das hier ist die Schatzkammer oder was? Hier wollen wir lang. Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Ja, okay. Interessante Überlegung. Rohre, Ventile. Vielleicht kann ich das restliche Wasser hier ablassen. Okay. Eine Menge Ventile. Mal sehen, was mein Fokus sagt. Erstmal haben wir hier noch ein paar schöne Schrumpfmorcheln oder sowas. Okay, das ist für den Medizinbeutel. Hier ist ein weiterer Hinweis. Ventile Grundlagen. Ah, das ist ein Text. Okay, von Laura. Als ich heute Morgen angefangen habe, hat dieser eine unfertige Krummtrottel seine Beziehung mit der verschlossenen Eingangstür im Reservoirraum fortgesetzt und dabei geklagt, dass er vollständigen Zutritt zur Gesamtheit der Anlage haben will. Bei der Roboterstimme und den komischen Knirschgeräuschen, die er macht, klingt das wie ein Lied einer sperrigen deutschen Post-Punk-Band. Ich sage es Ihnen immer und immer wieder. Jede Nacht wird das Rohrnetz abgekoppelt, damit das Reservoir sich wieder füllen kann und jeden Morgen muss es manuell zurückgesetzt werden. Man muss nur die Ventile so drehen, dass das Wasser direkt zur Pumpe fließt.
Die anderen Servitoren verstehen es anscheinend, aber der eine Kerl hier gibt einfach nicht auf. Ja, wir sind vor Ort, Berater, aber langsam wird es lächerlich. Muss ich Ihnen die Anweisungen in Ihre bescheuerten, glänzenden Gesichter ritzen? Okay, so, dass es direkt zur Pumpe fließt. Ich muss das Wasser richtig umleiten. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Okay, warte mal. Musik in meinen Ohren. Für jede Arbeit das richtige das Werkzeug. Das eine Rohr ist ja auf jeden Fall gebrochen. Keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. Das eine Rohr ist auf jeden Fall gebrochen, deswegen muss das Wasser hier lang fließen. Einen anderen Weg gibt es eigentlich nicht. So, jetzt fließt es bis hier vorne. Das Ding ist kaputt, das heißt, da soll es auf jeden Fall nicht lang fließen. Jetzt haben wir hier so ein ganz klassisches Rohrespiel. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Gibt's auch als eigene Spiele. Okay. Du hast einen sachkundigen Verstand. Ein geschickter, nuancierter Verstand. Das funktioniert so nicht. Ich nicht, weil ich nicht der alte Geldur. Und jetzt sind wir wieder an derselben Stelle. Okay, jetzt momentan drehen wir uns im Kreis. Das macht schon mal keinen Sinn. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Nee, ich glaube noch nicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Damit fließen wir hier drüben hin. Und wenn wir den jetzt drehen, dann sollte es eigentlich klappen. So, das müsste gehen. Ich sollte zurück. Nachsehen, ob das festliche Wasser weg ist. Es hat geklappt, oder? Selbstverständlich. Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst. Habe ich recht? Nee, ich bin super im Rätsellösen. Die Überschwemmung muss sie versperrt haben. Okay, sehr hier schön. Geht es wohl weiter nach unten? Na, sieh mal einer an. Du hast den Ort trocken gelegt. Diese Ruine wird vielleicht noch weitere Geheimnisse. Riechst du's? Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anrecht. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Waffenspule der Trommlerin. Okay. Das war dann wohl alles. Ich sollte zurück zu Gildon. Ja, Moment, das war noch nicht alles. Hier ist noch ein Audiolog. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Entschädigungszahlungen. Hey, wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und... Können wir das samplen, oder? Klar! Zum Beispiel nach dem... Oh, sorry. Einen Moment. Laura? Ich brauche eine Pause. Laura? Hey! Laura! Ich schäme mich jetzt, wenn ich daran denke, Laura wie ein getretener Hund in die Pumpenstation gefolgt zu sein, mich fragend, was ich möglicherweise Schreckliches getan hätte, bis sie in diesen Raum stürzte, die Tür hinter sich abschloss und nur noch schrie. Die Angst vorm Verlassenwerden ist so seltsam egozentrisch, weil sie voraussetzt, dass in dir eine solch gewaltige, destruktive Kraft steckt, dass du in der Lage bist, alle Menschen zu vergraulen, die dir wichtig sind. Wie dem auch sei, am Grund des Dams, sie auf der einen Seite der Tür, ich auf der anderen, erzählte sie mir, dass Metallurgic das Haus ihrer Mutter ohne ihr Wissen gekauft hatte, ihr gesamtes Viertel, um genau zu sein, um eine neue Serverfarm zu bauen. Ach, pfff, ich mag das Haus nicht mal, sagte sie. Ich mag nicht einmal Indianapolis. Ich habe als Kind jede Minute gehasst, die ich in dieser Stadt verbracht habe. Als sie uns sagten, dass wir den Damm verlassen müssten, ging ich in mein Apartment, setzte mich auf mein Bett und betete zu einem Gott, an den ich nicht einmal glaube, dass ich nicht wieder nach Hause ziehen muss, dass ich nicht an der Haustür meiner Mutter erscheinen muss mit nichts als einem Koffer und einer Handvoll dummer Ausreden. Sie hatte versucht, ihr Weinen zu unterdrücken, aber man konnte sie weinen hören. Ich schätze mal, mein blöder Wunsch wurde erfüllt, hm? Ich fragte sie, wohin sie gehen würde, und sie lachte. Wo sonst könnte sie schon hingehen? Zurück nach Hause, um ihrer Mutter beim Räumen des Hauses zu helfen und mit ihr in irgendein Einzimmer-Drecksloch zu ziehen, das sie sich mit Metallurgics Umsiedlungszuschuss leisten können. Ich hätte mich damit abfinden können, eine Versagerin zu sein, die ihren 40. Geburtstag in ihrem Elternhaus feiert, und jetzt bleibt mir nicht einmal das. Ich wusste nicht, wie ich sie trösten sollte, daher setzte ich mich einfach auf der anderen Seite der Tür hin und stimmte das Lied an, an dem wir arbeiteten. Das Lied über die beiden letzten Mädels der Welt. Und irgendwann sang sie dann mit. Das ist schon eine traurige Geschichte auch von den beiden Mädels hier im Staudamm. Schön, was über die zu erfahren, aber auch irgendwie traurig. Das Ding ist halt wirklich gigantisch, ne? Was eine riesige Anlage. Aber wir haben es trockengelegt. Und damit können wir jetzt zurück zur Schaltstelle. Also, wo wir jetzt wieder beim Thema des Vorratsraumes sind. Ja, schauen wir doch mal. Gehen wir mal weiter nach oben. Ja, du, er drängelt sich hier vor, der gute Gildon. Benehmen hat er nicht, ne? Weißt du, ich hab das. Ich freue mich! Ja, der kann sich nicht zurückhalten vor lauter Freude, deswegen. Fast geschafft! Aber eigentlich habe ich das alles gemacht hier, weißt du? Und er sprintet nach vorne und holt sich die Belohnung. Bald halte ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher mit Mutter. Ach, ein Muttersöhnchen ist er auch noch. Aber hey, ich meine eigentlich, also Schatz hin oder her, den nehme ich natürlich gerne noch mit dann, wenn es da einen gibt. Primär ging es mir aber ja darum, das Wasser stillzulegen, damit Lautloch wieder in Ordnung ist.
Ersetze den Emitter. Ja, den hatte ja das Schnappmaul gefressen. Den haben wir jetzt. So, dann brauchen wir noch die Lösung. Die sehen wir schon. Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Unten, oben und rechts. Ich mache die Tür auf. Was denn sonst, Kollege? Was denn sonst? Ich glaub's nicht, das hat geklappt. Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Ja, nee, ich hab's. Es hat geklappt. Und was findest du jetzt hier Schönes? Gildun? Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Genau da im Fenster war es. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildun. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Ach, der arme Mann. Man hat ihn ja irgendwie auch lieb gewonnen jetzt in der kurzen Zeit, in der wir mit ihm unterwegs waren. Und der hat sich so gefreut auf sein Spiegelglas und dann war es nichts. Dann war es nur ein alter Wecker. Das ist schon ein bisschen schade, oder? Das wird mir noch weiterhelfen. So, wir finden auf jeden Fall hier im Vorratslager auch einiges an Material. Und wir finden auch weitere Audiologs. Abschiedstour. Ich meine... Das war's. Wir können noch was. Zweimal zusammenspielen? Nee, Scherz. Abschiedstour. Reunion-Tour dann in 6 Monaten. Machen Band verständigt. Für unsere treuen Fans? Kontakt zu halten ist nicht schwer, Shelly. Wir könnten im Holoraum proben. Das sagen sie immer. Lieber niemand, wir haben gestritten, Laura und ich. Nach der Probe sind wir was trinken gegangen. Im Cody gibt es eine Rowbar, also haben wir ein Automobil gerufen und uns hinkutschieren lassen. Wir waren die einzigen Gäste dort. Durch die Schließung des Parks wird Cody zur Geisterstadt. Je mehr wir tranken, desto passiv-aggressiver wurden unsere Sticheleien. Es geriet außer Kontrolle, die Luft zwischen uns, Chris, knisterte. Bevor uns klar war, was eigentlich passierte, schrien wir uns auch schon an. Ich dachte die ganze Zeit nur, ich lasse sie nicht im Stich, sie ist es, die mich im Stich lässt. Und vermutlich dachte sie etwas ganz Ähnliches. Dann beruhigten wir uns wieder, tranken weiter. Irgendwann rief Laura ein Automobil und wir stiegen ein. Setzten uns hinten so weit wie möglich auseinander, verschränkten die Arme und starrten aus dem Fenster. Und dann hörte ich mich selbst reden. Scheiß drauf, mir doch egal, ob du Kontakt zu mir hältst. Ich werde Kontakt zu dir halten. Ob sie gefällt oder nicht, mich wirst du nicht los, niemals. Laura sah mich eine gefühlte Ewigkeit lang an. Ich dachte, sie brüllt gleich los. Aber dann schob sich ihre Hand auf meine und wir saßen einfach zusammen da. Prost, Shelly. Auch die habe ich inzwischen lieb gewonnen. Auch wenn wir die natürlich nie gesehen oder gekannt haben. So, wir haben noch weitere Vorräte hier. Und wir suchen auch eine Energiezelle. Angeblich. Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Also wir haben ein paar Vorräte bekommen und eine Energiezelle. Und damit können wir jetzt hier den Staudamm stilllegen, oder was ist der Plan? Lange Mission eigentlich, ne? Ich dachte, man macht das mal eben hier im Staudamm. Gut, dass ich beim letzten Mal nicht noch gedacht habe, ach ja, das machen wir noch eben. Weil das hat ja jetzt schon wieder den ganzen Part hier gedauert mit Gildun, das kleine Abenteuer im Staudamm. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Ha, du bist unglaublich! Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten, Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ha! Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht?
Und den Menschen von Sanges Grund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Geh du schon vor. Ich bleibe noch kurz hier und sonne mich noch etwas in unserem Erfolg. Nicht, dass ich dich demnächst schon wieder hier rausretten muss. Also das war ein schönes kleines Abenteuer mit Gildo und es hat mir Spaß bereitet und der ist wirklich mal ein sympathischer Zeitgenosse. Ich hoffe sehr, dass wir den nochmal irgendwann erleben irgendwo. Weiß ich ja nicht wo, ist ja auch egal. Aber ich hoffe, dass wir mit dem nochmal zu tun haben. Der gefällt mir. So, wir machen uns raus aus dem Staudamm. Wir haben alles unter Kontrolle gebracht. Lautloch sollte wieder freigelegt sein. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was wir da im Becken finden. Denn da hat sie ja irgendwas von einem Musikinstrument erzählt. Ich bin also höchst gespannt jetzt. Das wäre jetzt eigentlich meine übliche Stelle, um Schluss zu machen. Ihr wisst ja, ich bin der Meister der Cliffhanger. Das Wasser sinkt. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch. Oh, die hat direkt die Chance genutzt und macht schon wieder Musik. Ich meine, der Staudamm, okay, das ist jetzt langsam gelöst. Aber was ist der, was ist das Musikinstrument? Sie macht ziemlich lauten Krach, den man bis hierhin hören kann. Sie hat ja auch gesagt, ein Musikinstrument, was man mega weit hören kann. Von den alten, irgendwelche Rohre, auf denen man rumtrommelt. Oder trommelt sie einfach auf alten Wasserleitungen rum oder was? Also es klingt eigentlich wie metallische Rohre. Ich bin höchst gespannt. Das Geräusch wird lauter. Aber die Schnappmäuler sind doch immer noch da. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Betritt das Überlaufbecken. Ja, Moment. Würde ich gerne. Aber das ist alles voller Schnappmäuler. Vielleicht können wir das Ganze ja irgendwie machen, ohne mit denen in Kontakt zu geraten. Und ignorieren die einfach mal. Bunker entdeckt. Lautloch. Ich habe einfach mal die Schnappmäuler da oben ignoriert. Okay, das war natürlich alles geflutet, verständlicherweise. Eigentlich haben die hier angefangen zu leben im Überlaufbecken. Aber das war alles unter Wasser. Weil Gildun das alles geflutet hat. Die letzten Mädels der Welt. Lieber niemand, die Automobile sind unterwegs. Meins bringt mich zu meinem Apartment in Cody. Ihres bringt sie zum Vertiport. Sie hat heute ihr Gepäck mit auf die Arbeit genommen. Alles, was sie besitzt, verstaut in zwei kleinen Koffern. Sie trägt die schicksten Klamotten, in denen ich sie je gesehen habe, für meine Mama, sagte sie. Sie hat mir das Outfit gekauft, man glaubt es kaum. Normal wäre mir das ja egal, aber ich weiß nicht, sie hat gerade eh schon so viele Sorgen. Wir liefen heute durch den Damm, hörten uns all die Aufzeichnungen an, lasen all die Nachrichten und vielleicht ist es so eine... Aber natürlich halten wir auch nach der Schule Kontaktsache. Aber ich habe keine Angst mehr, Laura zu verlieren. Wir sind eine Familie. Wir haben uns nicht geerbt oder uns miteinander abgefunden. Wir haben uns ausgesucht. Und keine noch so riesige Entfernung, keine Penner in schlecht sitzenden Anzügen, keine unterwürfigen Roboter werden uns auseinanderbringen. Also hör zu, falls das hier wirklich mal irgendjemand finden sollte. Hier ist die Wahrheit. Es gab diese Band namens Concrete Beach Party. Und für einen kurzen Augenblick war sie die beste Band der Welt. Und du, wer auch immer du sein magst, hast riesiges Glück, weil du die einzige Person bist, die sie jemals hören wird. So viel also zu dem Schicksal aus den, von den beiden Mädels und was aus denen geworden ist. Sie hämmert halt echt einfach auf alten Rohren rum. Ein Musikinstrument, sagt sie. Okay. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Überflutet ist abgeschlossen. Und wir kriegen dreimal Blauglanz. Oh, das ist natürlich schon ziemlich geil. Und sie macht jetzt hier einen ungeheuren Lärm an diesen Rohren. Ich krieg zu viel, Mann. Na gut, sie nennt das Musik, ich nenne das Lärm. Aber das sind halt, Geschmäcker sind verschieden und das ist eine andere Zeit. Und vielleicht hat man in dieser anderen Zeit halt eben einen anderen Musikgeschmack. Wer weiß, ne? Wer will darüber urteilen? So, damit haben wir also auch Laulei und Lautloch und dem Staudamm geholfen.
Gibt sogar eine Trophäe für, nicht schlecht. Damit machen wir auch erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute hat auch alles geklappt, glaube ich, mit der Aufnahme. Ich hoffe es zumindest, es sieht so aus. Falls ja, bin ich glücklich und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Einen schönen Tag euch, euer Walle. Bye, bye.